irgendwie muss ich da hochkommen. Und irgendwie komme ich da hoch. Komme ich da hoch? Bist du da hochgekommen? Ah, da ist eine Treppe. Den Langhals springen. Ja. Was machst du denn? Hä? Wo bist du? Gut, einen guten Tag. Oha. Was sind das denn für Tiere hier? T-Rex-mäßig? Also Büffel? Keine Ahnung, Schildkröten oder Krabben? Die, oh, hier ist ein Vögel. Ja, nice. Ist hier gut? Ich hoffe. Okay, dann gibt's da noch was? Notizbuch. Geleakte interne Korrespondenz
Von Denzen, Entschuldigung, von Xiaol. Schürende Angst vor möglichen Massenentlassungen und Abschied. Shanghai, 4. Juli 2062. Das Hacker-Kollektiv Idiot Army hat fast eine 1 Terabyte interner Kommunikation von Xia Luna Resources Inc. Veröffentlicht, die Gerüchte anheizen, dass das in Shanghai ansässige Mondbergbau-Unternehmen eine deutliche Geschäftsverkleinerung plant. Mitte 2050 zogen Xiaolus beträchtliche Roboterkriegsflotte und die attraktiven Verdienstmöglichkeiten die Aufmerksamkeit junger englischsprachiger Facharbeiter auf sich. Doch die durchgesickerten Daten legen nahe, dass die zunehmende Automatisierung des Unternehmens einen Großteil der menschlichen Arbeitskräfte überflüssig macht. In den Bereichen werden wiederholt die potenziellen Kosten für eine Umsiedlung des überschüssigen Personals erwähnt. Das ist doch krass. Was nahelegt, dass den früheren Xiaolu-Angestellten nach den eventuellen Massenentlassungen auch noch Entzug der ehemaligen garantierten chinesischen Staatsbürgerschaft droht. Krass. Nest. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Leder muss man immer pflegen. Schön einfetten. Jo. Dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier leise, still und ohne großes Aufsehen machen können. Ah, hier ist es. Oh, hier ist was wieder. Ich habe von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Hier oben ist er. Na du? Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen. Sie umlegen? Wer bist du erstmal? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem führenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit?
Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na gut. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Todesschrei. Ja, wir werden mal schauen. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Also, soll ich das aggressiv machen? So, offensiv? Also, ja, natürlich soll ich die töten. Aber soll ich das jetzt so machen, dass sie Alarm schlagen? Also ich will trotzdem versuchen, das leise zu machen. Wenn sie mich sehen, dann ist es so. Was bringt so ein fetter Turm, wenn man nur bis dahin gehen kann? Wenn das Fleisch schon wieder schlecht ist, kriege ich extrem schlechte Laune. Das ist cool, was sie gerade macht. Also sie hält sich immer, also sie schüttelt dann immer eine Hand aus. Holen sie sich dein Auge oder deine Zunge? Schneller als du gucken kannst. Das Signal wird Verstärkung rufen, wenn es ausgelöst wird. Das Problem ist der da unten, den man gerade, also da, wo das fette Auge ist. Das ist das Problem. Ich hätte hier nie mein Lager aufschlagen dürfen. Nichts als Gefahr und Gestank. Beim großen Wasser und hatte ich es besser. Ach, der ist ja wirklich da. Immer noch auf der Suche nach mir. Da draußen hat jemand auf uns abgesehen. Da! Wie haben die das jetzt gehört?
dass keiner gesehen ist. Was haben Sie mit den Gefangenen vor? Bestimmt nichts Gutes. Na gut. Los Leute, zurückschlagen! Der Alarm ist hinüber. Willst du weglaufen? Hast du denn nichts Besseres zu tun? So, ich glaube, das waren man jetzt... Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Das liegt am Regen. Und Augen offen halten. Nein! Ich glaube, das war's jetzt. Yes. Okay, hier ist wohl noch einer. Okay, ich geh mal nach. Nach da. Machen wir jetzt einen Batman? Nee, einen Spider-Man-Kuss. Oh Gott. Das war lustig. Und ich nehme schon wieder viel zu lange auf und ich. Du suchst sie? Darf sie ich sehen mit dich reden? Nicht. Welche Ehre. Ich. Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz.
Jo, ja. Dann, ja. Woher kommt ihr? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Ja, kannst ja nichts dafür. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Es ist eigentlich schon krass, alle, die irgendwie Verbrechen machen, sei es jetzt also kleine, also so kleine in Anführungsstrichen wie stehlen oder größere wie töten, werden dann ausgestoßen. Und das macht doch die Umgebung voll gefährlich. Oder? Weil die können sich ja auch zusammenrotten zu, wie hier jetzt ein Banditenlager. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Gerne. So, dann werde ich jetzt noch ein bisschen looten, aber halt offscreen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.